Liebe Fußballfreunde, wir begrüßen Sie zur heutigen Pressekonferenz, die gesponsert wird von der Maiwan Anlag. Nochmal recht herzlichen Dank. Meine Gäste sind Fassade Adi vom Blauer Feldkirch, Aydin Akdeniz vom SV Olympico Lochau und Fabio Feldkirch, der Kapitän von Lochau. Ja, Thomas, für die war es natürlich heute sicher eine bittere Niederlage. Die Partie war super zum Anschauen, viele Chancen waren und viele Tore sind gefallen. Was siehst du zum Spiel heute? Ja, ist natürlich bitter, in der 88. Minute dann das Spiel so zu verlieren. Ich denke, ein Spiel, wo ein unentschiedener Ausgang gerechtfertigt gewesen wäre. Beide Mannschaften hatten ihre Phasen, wo sie einfach gut im Spiel waren. Ich denke, zweite Halbzeit lagen die Spielanteile, auch die Chancen klar bei uns. Und deshalb natürlich bitter, dass man dann kurz vor Schluss ein Gegentor bekommt. Ich denke, wir hatten genügend Chancen vom Auswärtsteam, das Spiel vielleicht auch schon früher in unsere Richtung zu bringen. Aber das ist unser Manko, dass wir in jedem Spiel 7-8 hochkarätige Chancen auslassen und es rächt sich dann halt mal. Aber deine Mannschaft hat eigentlich jetzt eine super Serie hingelegt, die letzten, glaube ich, 4 Spiele, hauptsächlich auf dem 2. Platz, Uwe Schaffert mit 21 Punkten. Natürlich jetzt das 3-2 in der 88. Spielminute, tut sicher weh, kein Thema. Kann man der Mannschaft trotzdem einen Vorwurf machen heute? Ja, ich denke schon. Kompliment, dass sie nach dem 0-2-Rückstand zurückgekommen sind, aber wir haben es dann auch trotzdem uns selber zuzuschreiben, dass wir die Gegentore bekommen haben. Und ich denke, es war einfach zu wenig Druck gegen den Ball, 2 Minuten vor Schluss in so einer Tornähe, und da muss man einfach konsequenter sein. Ich denke, ihr seid trotzdem auf einem guten Weg. Wie gesagt, die Serie, was ihr davor hingelegt habt und jetzt die Niederlage, okay, aber ich denke, dass ihr sicher weiter so machen jetzt, wie jetzt vor dem Loch ausspielen. Auf jeden Fall, fürs Erste vielen, vielen Dank, Thomas. Alles Gute noch weiterhin. Aydin, Gratulation, Glückwunsch zum Sieg heute. 3-2, war eine spannende Partie. Feldkirch hat in der 2. Halbzeit dann so einen Standardschuss gehabt, weil es nicht anders war. Schlussendlich wird es 3-2 in der 88. Unterm Strich bis 2. mit der reichen Verwandtschaft. Mit der Anfangsphase war ich sehr zufrieden. Wir haben natürlich auch die 2-0-Führung meiner Meinung nach gut herausgespielt. Ich gebe meinem Kollegen recht, in der 2. Halbzeit hat Feldkirch enorm gedrückt. Aber der Punkt, was uns vielleicht letzte Woche gefehlt hat, Kampf, Wille, Leidenschaft, das hat heute die Mannschaft gezeigt. Und dass man dennoch belohnt wird, das freut mich umso mehr für die Mannschaft. Wie war es eigentlich für die jetzt innerhalb von 3 Minuten ein Doppelpack, 2 Tore, 2-0 in Führung, Dennis 2-1 in der 24. Kann es sein, dass die Mannschaft die letzten 15 Minuten, 20 Minuten in der ersten Halbzeit nicht den Aufbau hat, wenn die 2 Tore fallen, der Ausgleich für Feldkirch? Ja, wir waren gegen den Ball zu passiv. Wir haben am Anfang immer den Ballführenden unter Druck gesetzt und nach der 2-0-Führung, das ist immer ein gefährliches Ergebnis, hat man sich ein bisschen zurückgezogen. Ich denke, dass wir, wenn wir dort weiterhin so aggressiv sind, dann können wir das Spiel früher vielleicht für uns entscheiden. Natürlich mit dieser Klasse, was Feldkirch hat, kann man das Tempo mit 90 Minuten halten. Das muss so sein. Ja, unterm Strich muss man sagen, die Mannschaft hat sich auf der Rappelt nach der Niederlage, wo wir es geht haben, wenn man denkt, dass wir hoch gegen Schwarzach, super Partie, leider 1-0 verloren, den Auswärts letzte Woche in Schwinz. Heute der Sieg, Balsam für die Seele. Heute schon, aber die Spiele davor fordert meine eigene Mannschaft auch ein bisschen raus. Wenn man sieht, was die Mannschaft kann, dann erwartet man sich ein bisschen, dass sie das zumindest versuchen, in jedem Spiel umzusetzen. Aber es war eine tolle Reaktion gegenüber letzter Woche und das habe ich auch erwartet. Super, nochmal Glückwunsch nochmal rein zu diesem wichtigen Sieg. Dankeschön. Fabio, Goldtorschütze, Glückwunsch hier und zu dem Sieg. War ein wichtiger Sieg für die, wie auch schon das Spiel gestanden. Ja, wie die beiden Trainer schon gesagt haben, die ersten 20 Minuten haben wir es eigentlich super gemacht, danach haben wir viel nachgelassen. Und in der 2. Halbzeit hat Feldkirch wenig Druck, aber wir haben einfach das gemacht, was die letzten Spiele gefehlt hat. Das hat jeder für jeden kämpft, das brennt jeder. Und so haben wir dann das halt gemeinsam verhindert und am Schluss
das Tor noch. Ich glaube, das Schönste noch. Das 3-2, das hast du wahrscheinlich gemeldet, man hat es richtig angesehen. Der Willi war da abgezogen, den Wahnsinn. Ja, der Trainer sieht immer, wir sind uns trauer, außerhalb von 16 nochmal schießen. Wenn man denkt, jetzt probier ich es halt einmal. Hat gleich funktioniert, super. Ja. Sauber gemacht, weiter so, Fabio, und dir auch nochmal Glückwunsch zum Sieg. Nochmal Dankeschön an meine Rest, Thomas Ademani, Altenberg Tennis und Fabio Feldkirchner. Danke ans Publikum, war eine super Stimmung heute, super Unterstützung von Bottas hinter von der Gäste aus Feldkirch und von der Rockauer. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Kommen. Wir sehen uns nächste Woche zum letzten Heimspiel in der FC Kobach. Guten Tag, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.